Beherrscht werden, alles Mögliche horten zu müssen. Ein Problem nicht nur für die Betroffenen, sondern auch für das Umfeld. Und die Behörden, die sehen häufig ratlos aus. Es wird ein harter Tag für Hans-Georg Cyrus aus der Oberlausitz. Ich bin 39 Jahre bei der Straßenmeisterei. So etwas habe ich noch nie erlebt in meiner Laufzeit hier im Dienst der Straßenmeisterei. Wieder einmal muss er einen Abschnitt kontrollieren, an dem garantiert Ärger droht. Direkt an der vielbefahrenen S144 türmt sich eine Festung aus 10.000 bis 15.000 Reifen auf. Gebaut hat sie Wolfgang Köhler und ist auch sofort zur Stelle. Du hast schon deinen Hack geholt! Du hast mein. Das ist der Straßenmeister. Die Auflage. Zum Glück ist der Chef vor Ort. Andreas Lang stellt klar, worum es geht. Wir haben hier beauftragt, von der Sache her den Graben freizumachen. Das Ding kommt raus, wann ich Zeit habe. Kapiert? Wollen ich den Zug? Komm, mach ich das raus und nicht früher? Mit seinem Spleen bereitet der Mann ernsthafte Probleme. Äste und Reisig verstopfen den Straßengraben. Reifen rollen auf die Fahrbahn. Für den zugereisten Pfälzer allerdings sind die Verkehrsteilnehmer, die er mit seinem Treiben gefährdet, einfach nur Ossipack und Ungeziefer. Das ist Ossipack, das ist Ungeziefer. Das Grundstück von uns geht bis hier rüber zum Graben. Das ist unser Grundstück. Dass er sogar zumüllt, was ihm gar nicht gehört, das ist Wolfgang Köhler ziemlich egal. Das wird gemacht, wann ich den Zug komme, hol ich das raus. Du hast mir versprochen, du machst das raus. So. Ja, was soll ich denn machen? Der Graben muss jetzt. Läuft da kein Wasser mehr? Wir werden uns kümmern, wir reden nochmal mit dem Abort. Das geht so nicht. So geht's nicht. Meine Geduld ist ja am Ende, das geht nicht. Ich mache jede Woche hier das Zeug weg. Wir brauchen jetzt mit dem Herrn Köhler uns nicht rumzustreiten. Das bringt doch nichts. Gucken Sie mal hier unten, gehen Sie mal unten quer. Das ist eine Gefahr am Fahrbahnrand. Das Reisig, von Nachbarn eigentlich für Osterfeuer vorgesehen, hat Wolfgang Köhler zusammengetragen und im Straßengraben zwischengebunkert. Vor seinem meterhohen Reifenwall. Das sind mindestens 15 auf einen Stapel, auf einen Reifenstapel. Und die ganze Länge. So. Und ich habe Herrn Köhler vorige Woche beauftragt, wo ich meine Kontrollfahrt hatte, dass er das 30 aus dem Graben rausnimmt. Hat er mir versprochen, er macht's. Heute liegt das die zehnfache Menge drin. Und wenn ich jetzt komme und will sagen, dann wird er handgreiflich. Das kann ja sein. Irgendwas muss ja passieren. Passiert ist schon einiges. Seit Wolfgang Köhler vor 5 Jahren in die Oberlausitz kam, hält er Nachbarn und Behörden in Atem. Rückblende. Dreck ausziehen! Warte ich noch einmal, da rauszugehen aus hier! Du schlägst aber lieber! Immer wieder spielen sich Szenen wie diese ab. Zuerst sind es Tiere, die der Pfälzer hortet. Immer wieder müssen Amtstierarzt und Polizei die verwahrlosten Sammelobjekte vom Grundstück retten. Im April 2007 dokumentiert exakt einen solchen Einsatz bei Wolfgang Köhler. Über 100 Hunde, Katzen, Hängebauchschweine und andere Tiere hat er damals gehortet. Ja. Zum ersten Mal auch ein Blick ins Innere. Unbeschreibliche Zustände. Offensichtlich sammelt Wolfgang Köhler schlichtweg alles. Das große Haus ist komplett vollgemüllt. Diese Katzen. Ja, komm mit. Ihr duftet's gut. Oh. Das ist natürlich gesund. Hoch 10. Kosten des Einsatzes mehr als 10.000 Euro. Inzwischen gibt es ein rechtskräftiges Urteil und das lautet lebenslanges Tierhalteverbot. Bei Verstoß drohen Wolfgang Köhler 11 Monate Haft. Doch wenige Monate später hat sich der Sozialhilfeempfänger aufs Sperrmüllsammeln verlegt. Am Straßenrand aufgetürmt, behindert er den Verkehr. Die Kosten für den Abtransport trägt auch in diesem Fall der Steuerzahler. Und jetzt sind es Altreifen. Wie gesagt, es geht hier nicht um die Marotten eines schrulligen Mitbürgers. Es geht um Leben und Unversehrtheit. Mal von Tieren, mal von Menschen. Die ehrenamtliche Bürgermeisterin Janet Jene weiß nicht, was sie tun soll. Sie kann die Vorfälle nur registrieren. Wir hatten zum Beispiel einen Vorfall erst am 22. April, dass einer dieser Reisighaufen umgekippt ist, während ein Auto dort vorbeifahren wollte. Und natürlich ist dort ein hohes Risiko für Verkehrsunfälle gegeben. Mal ganz abgesehen davon, dass es sich ja im Moment besser anbietet als eine Müllkippe dort oben. Wir haben diese vielen Reifen und ich hoffe eigentlich gemeinsam mit meiner Feuerwehr und wohl jedem Bürger bei uns im Ort, dass es dort oben nicht zu einem Brandfall kommen wird. Ob man Altreifen privat in solchen Mengen einfach lagern darf? Exakt recherchiert bei den Umweltbehörden. So viel steht fest.
Autoreifen sind kein Sondermüll. Doch wer sie in Massen hortet, bewegt sich zumindest in einer Grauzone. Das Problem ist, wenn die Behörden vor Ort im Falle Köhler reagieren würden, müssten sie den Abtransport der zigtausend Pkw, Lkw und Traktorenreifen übernehmen. Schließlich ist der Sozialhilfeempfänger nicht zahlungsfähig. Es geht also wieder um Zehntausende Euro, auf denen der Steuerzahler sitzen bleiben würde. Wolfgang Köhler versteht die Untätigkeit der Behörden als Freibrief. Und hat unten wieder weitergemacht. Das Umweltamt hat gesagt, die Reifen bleiben da, wo sie sind. Fertig. Ende der Debatte. Schluss. Kann Wolfgang Köhler also immer so weitermachen? Zu holen ist bei ihm jedenfalls nichts. Haus und Hof gehören ihm zwar, sind aber mit Altschulden belastet. Und das Horten von Müll oder auch Tieren ist als Krankheitsbild zwar bekannt, aber gegen seinen Willen kann Wolfgang Köhler niemand helfen. Am Tag der letzten Räumung hatte man ihn in die Psychiatrie nach Großschweidnitz gebracht. Schon wenige Stunden später war er wieder zu Hause. Chefarzt Dr. Volker Hocke sah damals keinen Grund, ihn da zu behalten. Er gefährdet sich nicht in dem Sinne, dass er sein Leben gefährdet, wie jemand, der sich umbringen möchte. Und er gefährdet auch andere Menschen nicht in einer Form, dass man befürchten müsste, dass durch seine Handlungen, durch seine Aktionen mit den Händen jemand persönlich zu Schaden kommt. Und diese Art von Fremdgefährdung, die für uns allein relevant wäre, hingegen eine Unterbringung gegen seinen Willen zu empfehlen, die ist nicht gegeben. Zurück zur Reifenburg. Inzwischen hat sich Wolfgang Köhler etwas beruhigt und gibt uns sogar so eine Art Interview. Wegziehen, sagt er, könne er nicht. Zu viel habe sich angesammelt. Das sind 100 Lkw. Das sind 23.000 Quadratmeter mit 50 Räumen befolzen. Wie wollen sie da ausziehen? Wer soll das bezahlen? Da brauchen sie mindestens mehrere 100 Lkw, um das alles um zu entsorgen. Wissen Sie, wer das Ding in Millionen bezahlen verlangen? Das geht, ist unrealistisch, das geht nicht. Den Männern von der Straßenmeisterei bleibt wieder mal nur unverrichteter Dinge abzurücken. Ich werde mich verabschieden. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Und wir reden am Donnerstag weiter, wenn dann der Kram verräumt ist. Die Kontrollfahrten vor dem Grundstück sollen jetzt verdoppelt werden.